Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 23. Mai 2020 mit einem Video und zwar von Ciro Marchetti, Gilded Reveries Karten, die Lenormand Karten, das große Herzblick für dich und natürlich für deinen Seelenpartner und das Betthüpfel. Bevor ich natürlich mit der Mischung der Karten beginne, bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und erstmal in der Energie der Kristallschale eintauchst. Und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Ich liebe die Schwingung meiner Kristallschalen, ich liebe die Schwingung meiner Klangschalen, ich liebe auch die Schwingung meiner Stimmgabeln. Alles ist Schwingung, alles ist Energie und das ist unglaublich. Sende mir jetzt deine Gedanken zu. Warum ging es denn heute? Was war denn hier heute gerade wichtig für dich? So zu erfahren, was ist denn jetzt hier gerade los bei euch? Wie waren die Energien heute auch? Was sollst du auch hier im Herzblick erfahren? Im Herzblick erfahren, großer Herzblick für dich. So, es geht auch wirklich darum, ich habe das Gefühl, dass ihr so beide so ein bisschen in dieses, ja, in diese Beobachterposition seid. Also alle beide Stück weit. Auch du, auch dein Gegenüber. Ist ja ein Herzblick. Also, dass der eine den anderen so beobachtet. So ein bisschen Sherlock Holmes, mäßig so ein bisschen. Ja, vielleicht auch, wenn du ihn spürst, dann denkst du auch danach, ja, muss ich mal gucken. Oder kann aber auch sein, dass du keinen Kontakt zu deinem Gegenüber hast und trotzdem nochmal an diese Erinnerungen nochmal hinschaust, dass du nichts übersehen möchtest, dass du nochmal alles beleuchtest oder nochmal alles, also unter die Lupe nimmst. Also unter die Lupe nehmen bedeutet nochmal das Kleingedruckte auch zu lesen. So, und das ist jetzt so momentan jetzt in diesem Herzblick also sehr präsent. Also du und er, ihr seid gefallen, dass ihr euch im Transformationsprozess befindet in dieser Liebe. Es geht auch darum, also man möchte schon hier diesen Neuanfang und dieses Ankommen, aber dieser Zugang von Herz zu Herz, da nagen die Mäuse drauf. Also das ist richtig blockiert und da ist diese von Herz zu Herz zueinander zuzugehen, da ist richtig eine Blockade da. Ja, also so eine Unterbrechung. Also wenn jetzt hier eine Maus hier dieses Stück hier durchnagt, dann kann das ja auch nicht fließen. Da entsteht da wirklich eine Distanz, eine Sperre. Und das kannst du wirklich so vorstellen, ja, dass da auch die Energien nicht fließen. Was kannst du da machen? Natürlich kannst du da auch energetisch unterstützen, weil in erster Linie das ja auch für dich wichtig ist, dass das auch dein Herzenswunsch ist und du hast auch das Gefühl, ihr seid miteinander verbunden, da du auch dein Gegenüber spürst und dass er dein Seelenpartner ist. Natürlich kannst du ihn energetisch auch unterstützen. Was ich hier sehr stark wahrnehme, da kämpft jemand wirklich mit sich, ob der dich einladen soll oder nicht. Oder ob du diese Einladung annehmen sollst oder nicht. Also auf jeden Fall, das sind diese zwei Seiten. Einmal ja und einmal nein. Also dieses innere Verbot für sich selber zu geben. Ich nehme das jetzt hier wirklich wahr. Es kommt
einerseits ist hier diese Langsamkeit, dass es also schleppend und langsam vorwärts geht, und andererseits ist wieder hier der Reiter, der will ja nach vorne gehen, der will ja erobern. Und das sind hier wirklich diese zweierlei Energien, und das würde ich wirklich sagen, dass das so auf den Zwilling Vollmond vom Neumond vom gestern auch wirklich charakteristisch ist, wie ein Zwilling. Einerseits will ich das, andererseits nicht. Und das ist das dann halt mit den zwei Seiten. So, wir schauen jetzt mal, wenn ich das jetzt auslege, wie das dann auch generell überhaupt aussieht. So, auslegen darf ich ja eine große Transformation, und ja, die Arbeit ist noch da. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das fand ich so toll, wie der Habe Kerkeling das dann mal wirklich gesagt hatte. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Total süß. Ja, wir müssen auch so ein bisschen mal lachen. Ja, Lachen ist die beste Medizin, sagen sogar die Karten. Aber es ist so, wenn man wirklich in diese leichte Energie ist, geht es denn auf einem schon wirklich wesentlich besser, wie wenn es alles so monoton ist und ja, wie eine Schallplatte. Und deswegen, also, ich bringe euch da auch ein bisschen meine quirlige Art auch mit hinein. So, also ich mache viermal die 9, das sind auch 36 Karten, und die Karten, die übrig bleiben, da kläre ich die damit. Und warum ich die anders mache? Ja, warum ich die denn anders mache? Weil das so meine Art ist. Weil ich das immer schon so gemacht habe. So, also ich gehe immer von rechts auf links. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe das mal, ich glaube, so gelernt und habe das dann so übernommen. Aber es gibt ja ohnehin nicht richtig und falsch. Jeder macht das so, wie das für denjenigen selber am stimmigsten sich anfühlt. So, und das ist meine Art der Legung. Ja. Es geht um die Wege, Herzenswege zu gehen. Es geht um die Herzenswege zu gehen. Wahnsinn, Wahnsinn. Also du bist hier voll in deinem Gefühl, voll in deinem Gefühl. Schaust in der Liebe, in den Neuanfang hinein. Unbewusst denkst du auch sehr viel an deinen Herzensmenschen. Unbewusst spürst du auch seinen Blick in deinem Nacken. Also du spürst seinen Blick in deinem Nacken, und das verwirrt dich unbewusst. Und unbewusst denkst du auch, Mensch, kommt da jetzt was? Kommt da eine Neuausrichtung? Was ist denn da los? Also das geschieht alles hinter deinem Rücken, also in deinem Unterbewusstsein. Aber du spürst auch schon eine Treue und eine Loyalität in der Liebe und auch außerhalb. Du spürst das, du weißt das, egal was da los ist, egal was da ist, du spürst diese Treue und diese Loyalität. Und was dich so ein bisschen verwirrt, ja, weil ihr vielleicht überhaupt keinen Kontakt so habt, sondern dass du ihm nur wirklich unbewusst spürst. So, dein Gegenüber schaut dich an mit Liebe und Kind, also das heißt, er möchte diese Liebe mit Neuanfang mit dir manifestieren. In seinem Unterbewusstsein prüft er alles ganz sorgfältig und genau, weil bestimmte Dinge verwirren ihn noch, also er weiß noch nicht wie, er sucht nach Lösungen, nach Möglichkeiten, nach Auswegen, wie er halt hier das Ganze ausrichten könnte. Im Grunde ist er treu und loyal dir, und natürlich möchte er unbewusst dir das auch im Außen auch so mitteilen. So,
Also das ist jetzt so deine Kopfebene. Also du hast eine ganz hohe Meinung über deinen Herzensmenschen. Also der hat für dich den Sexappeal. Der ist für dich männlich. Der ist für dich schön. Der ist für dich wirklich der wilde Tarzan für dich. Also der verkörpert ja wirklich diesen männlichen Aspekt in vollen Zügen. Und also du sagst auch so, du denkst doch, Mensch, das hat Potenzial, da kann ich so wirklich viel noch mit ihm erreichen. Also so, wirklich so. Und du hast ihm wirklich im Herz geschlossen. Und du denkst auch, dass der Schlüssel wirklich bei dir liegt. Also das ist dir bewusst, dass es dein Seelenpartner ist. Also die Seelenpartnerkarte ist gefallen. Und auch du hast hier eine gewisse Art und Weise eine Maske an. Vielleicht zeigst du dich so ein bisschen unnahbar. Also du trägst hier eine Maske. Du hast eine Aufbruchstimmung in dir, die Seelenpartnerenergie. Und das ist dieses tiefe, tiefe, ja, Sehnsucht, Spiritualität, der Mond, aber auch die Ängste so ein bisschen. Auch Ängste, wenn du nicht weißt, wo das hingeht, aber trotzdem spürst du da wirklich Stabilität. Also du weißt, du hast da ein Stein im Brett oder wie könnte man das auch so, oder einen Fuß in der Tür, so nehme ich das jetzt hier wahr. Also du spürst hier schon eine gewisse Stabilität, also du kennst deine Macht, du weißt deine Macht. So, was hier noch ist, also ist hier noch eine Partnerschaft noch im Grunde da und das muss hier transformiert werden. Also entweder jetzt von deiner Seite oder von seiner Seite. Meistens steht die Schlange für eine Frau. Also sollte hier etwas transformiert werden, also es geht auch, diese feste Verankerung geht auch raus, weil das blockiert das Ganze. Also die Sehnsucht wird aufgehoben hier durch den Reiter, also das heißt, das dauert nicht mehr allzu lange. Da kommen auch Einladungen. Allerdings, ich nehme hier auf jeden Fall hier nochmal so einen inneren Kampf wahr, ja. Ich nehme hier einen inneren Kampf wahr, von Herz zu Herz zueinander zuzugehen. Entweder gibt sich der eine oder der andere, aber da das aus deiner Seite war, kann ich das jetzt eher für den Gegenüber vorstellen, dass er also schon gerne auf dich zukommen würde, verbietet sich das aber und er kann nicht so vom Herz zu Herz auf dich zukommen. Natürlich kann er das auch nicht, wenn da hier noch eine bestehende Partnerschaft ist. Wie soll das denn auch gehen? Ja, und womöglich, wenn da auch noch richtig die Partnerschaft auch gelebt wird. Und wie geht es jetzt mit euch weiter? Ja, der Karma, der schöne Schicksalskreuz, der Karma-Kreuz im Verborgenen. So wie du siehst, ist hier das Verborgene, der Karma, ja, also was noch nicht spruchreif ist. Also da ist aber so eine tiefe innere Weisheit schon da drauf. Da ist schon das Geheimnis geschrieben. Also wie du siehst, also da steht schon die Unendlichkeit, die Beständigkeit da drauf. Also es wird hier mit euch beständig weitergehen. Es wird beständig weitergehen. Es dauert aber noch etwas, bis das wirklich zu diesen festen Verbindungen auch kommt. Also wie du siehst hier, der Rubin in dem Ring symbolisiert immer die Liebe und 6 Steine, also eine Liebesverbindung. Was sollte geschehen? Also die tiefe Verletzungen machen dich auch ein Stück weit, nämlich das war so unruhig, ja, das macht dir auch eine Unruhe, vielleicht, ja, vielleicht hat er dir auch etwas gesagt, vielleicht auch zurückgewiesen, vielleicht auch blockiert, also was du jetzt auch hier siehst, also auf jeden Fall, da sind tiefe Verletzungen und das macht dich unruhig. Ihr dürft beide im Vertrauen bleiben, also das ist göttlich geführt hier.
und also hier auch die Nachrichten werden kommen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Wir schauen jetzt mal, warum trägst du überhaupt hier eine Maske? Was beobachtet das Gegenüber? Wie will der sich denn ausrichten? Wonach sucht er denn? So, die noch bestehende Partnerschaft, woran nagen denn die Mäuse? Was ist denn hier blockiert? So, hier dieses ganze Verletzung mit Unruhe und der Karma, ja? Wir schauen, hier habe ich zwei Karten gelegt. Also, warum die Maske? Ja, die Maske ist vielleicht durch diesen Distanz, durch diese Entfernung, vielleicht durch diese große Blockade, was da ist. Ja, also auf, ja, einfach diese Entfernung, auch was zwischen euch da ist. Also ihr redet jetzt auch vielleicht nicht miteinander momentan. Also habt ihr so ein, es fühlt sich ja auch so weit an, darum die Maske und also der Glück da drauf. Also das bedeutet, dass das hier, dadurch, dass du eventuell auch so ein bisschen Maske trägst, ist das dein Glück, da du vielleicht diese Schwere oder diese Weite dann nicht so extrem empfindest oder dass es dir nicht so vorkommt, ja? Wir schauen jetzt mal, was wird hier unter die Lupe genommen, ja? Wird alles beleuchtet und da kommt auch die Sonne, aber wird ja nur Gutes und nur Positives auch gefunden. Also du strahlst deine innere Sonne aus. Was nehme ich jetzt hier noch wahr? Also ich habe das Gefühl, also unbewusst, ja, dass du auch in deinem Unterbewusstsein auch noch was Zeit brauchst, um deine klaren Gedanken zu ordnen, was ich hier wahrnehme. Ja, mit dem Neuausrichtung könnte das auch schwierig sein. Da sucht man auch nach schlauen Wegen, nach Lösungen, nach Möglichkeiten. Warum verbietet es sich auf dem Pferd zu Herz auf dich zuzukommen? Weil hier noch keine Entscheidung getroffen wurde. Und warum nagen die Mäuse da dran? Ja, weil diese körperliche Liebe nicht real gelebt wird. Diese sexuelle Anziehung ist momentan nicht ausgelebt, sonst würdest du hier nicht zuschauen. Entschuldigung. So, was soll hier transformiert werden? Ja, der Weg der Transformation. Der Ziel ist der Weg ist das Ziel. Ja, so, und was ist hier mit der noch bestehenden Partnerschaft? Also ich sehe hier noch, dass das hier noch eine Familienrolle spielt, Familienthematik noch eine Rolle spielt. Also das muss noch in der Heilung kommen. Und hier dieses karmische Verborgene, darüber wird viele, viele Gedanken werden darüber verloren, viel gegrübelt, viel getan und gemacht. Und die Verletzungen der Unruhe, die kommen wirklich von der Tiefe, Tiefe der Seele. So, und natürlich eine Karte von Jean Ruland und Marion Hellwig, Maria Magdalena, Rückkehr und Heilung der Weiblichkeit. Du bist unendlich geliebt. Das spiegelt auch noch Verzeihung. So, ich ziehe eine Karte für dich und lese das für dich als Meditation. So, ich bitte die Engel um eine Karte für meine Zuschauer. Der Gebet. Schließe deine Augen. Ich schwinge dir nochmal meine Schale an und sende mir deine Gedanken zu. Gebete werden erhört. Auf vielen Bildnissen sehen wir Maria Magdalena betend. Betend bedeutet, sich in Gott zu betten. Wie viel Zeit nimmst du dir täglich für deine Geistesdienste?
Tätigkeiten schon 10 Minuten täglich in Stille und Frieden verbracht, können dein ganzes Leben verändern. Nutze die Kraft deines Geistes und richte sie auf Gott, das Göttliche. Geh steht nach dem Wortstamm für Geist, Gott und bet für Betten, nicht bitten. Die Kunst des Betens besteht darin, die eigenen Worte, Gedanken und Gefühle in Einklang zu bringen und sie für eine Weile im Licht zu halten. Gib dich der Stille hin und gleiche dich mit höheren Ebenen und Dimensionen ab, sodass der dich mit höheren Ebenen und Dimensionen ab, sodass der Flow einsetzen kann. Wir können jederzeit und überall beten. Es gibt viele Gebetstexte, die gesprochen werden können. Doch sei mutig und sprich auch deine eigenen Gebete aus. Gebete aus dem Herzen. Wenn du diese Karte gezogen hast, schaffe dir einen Freiraum, zünde dir eine Kerze an und bete. Verweile in der Stille. Ich bin gebettet in der Schöpfung. Sie trägt und führt mich mit jedem Atemzug von ersten bis zum letzten Tag. Ich hoffe, das konntest du annehmen und bist du mit in Resonanz gegangen. Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über einen Daumen hoch und umso mehr, wenn du das nächste Mal auch hier live dabei bist. Abonniere einfach dazu meinen Kanal, klicke auf den Button abonnieren und klicke nochmal auf die Glocke, damit du auch benachrichtigt wirst, wenn es etwas Neues und Spontanes von Rekha Spirit gibt. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste. Bis bald, deine Valeria. Gute Nacht.